Herr Kollege Gysi, wenn Sie nun noch Ergänzungen zu den Vermutungen des Kollegen Wissing über Ihre beabsichtigte Rede vortragen wollen, erhalten Sie jetzt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, ich hatte mich auch schon gewundert, wie Herr Wissing meine Rede zur Verfügung gestellt hat. Dabei hatte ich das aber gar nicht vor zu sagen. Nie in der umgekehrten Richtung. Herr Kollege Gysi, einen Augenblick mal bitte. Darf ich da mal darum bitten, dass wir auf der Regierungsbank mindestens die Sicht auf den Redner wiederherstellen, wenn schon nicht die allgemeine Aufmerksamkeit sichergestellt werden kann? Jetzt haben ja übrigens die G7, ich streite mich ja so gerne mit Ihnen. Herr Kollege Gysi, ich wollte nur darauf hinweisen, der Kollege Gysi hat noch gut eine Minute Redezeit. Danach sind von allen Fraktionen weitere Redner gemeldet. Und vielleicht können wir uns auch auf diese Abfolge verständigen. Das ist sehr freundlich, Herr Präsident. Sie müssen nur, ich kann das verstehen, wir haben schon Schwierigkeiten, wenn ich nur 7 Minuten rede. Aber das ist ja auch nachvollziehbar. Und wir müssen dann über 11 Fragen nachdenken. Ich will sie Ihnen stellen. 11 Punkte. Sie berücksichtigen dabei bitte, Herr Kollege Gysi, dass Sie dafür genau eine Minute Zeit haben. Ja? Ja. Bundestagspräsident, ich weiß, dass verfolge das wie immer mit sportlichem Ehrgeiz. Jawohl. Also, wissen Sie, wodurch Ihnen das gelungen ist? Weil Sie die Renten, die Sozialleistungen und die Löhne gekürzt haben. Ich ahne, Ihnen fällt noch vieles zu dem Thema ein, aber die Redezeit gibt es nicht mehr her. Ich verstehe das, Herr Präsident, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es waren noch so wichtige Dinge, die ich Ihnen zu sagen gehabt hätte. Sie könnten mir das jetzt vertrauensvoll übergeben, dann sage ich Ihnen zu. Dass Sie das nicht mehr erfahren werden. Also sage ich Ihnen zum Schluss nur, die haben die falschen Geschäfte gemacht, die verdienen daran und die werden nicht zur Kasse gebeten. Das müssen Sie endlich beenden. Ich weiß. Sie wissen, dass ich Ihnen fast immer länger zuhören könnte, als die Fraktion überhaupt Redezeit hat. Aber in einem gewissen Umfang bin ich an die Einhaltung unserer Geschäftsordnung gebunden. Herr Präsident, ich stimme Ihnen völlig zu. Ja? Ich stimme Ihnen völlig zu. Das zeigt, dass die Linke ein besseres Wahlergebnis braucht, damit wir hier längere Redezeiten bekommen. Aber abgesehen davon, kurzum. Herr Präsident, ich weiß, Sie wollen mir sagen, dass die Redezeit abgelaufen ist. Ja, so ist es. Ja, ich weiß es, ich sehe es. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss sagen. Nun schildere ich Ihnen noch den Absatzeinbruch bei der deutschen Automobilindustrie. Nein, Herr Gysi, das schildern Sie jetzt bitte nicht, jedenfalls nicht in dem Umfang, den Sie offenkundig... Ja, es ist wirklich schade, dann sage ich Ihnen nur, es waren 11%, damit Sie es wissen, Herr Bundestagspräsident. Ich hätte es natürlich auch ohnehin gewusst. Das heißt, die Opelaner, Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, das leider auch für prophetische Reden, die profanen Regelungen unserer Geschäftsordnung gelten. Aber Sie müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig. Was hier so rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch... Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann.